Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Tomb Raider. Im letzten Part sind wir hier in dieser Barackensiedlung, also ja, hinter der Barackensiedlung, wo wir dieses eine Gefecht hatten, angekommen und haben Grimm gefunden, der von diesen Solaris angegriffen worden ist, wie wir ebenfalls danach auch. Und wir haben hier einen Höhleneingang gefunden und den wollen wir uns doch einfach mal anschauen. Mal sehen, ob wir hier irgendwas Interessantes finden werden. Auf jeden Fall liegen hier ein paar Geocaches. Können wir einfach mal mitnehmen. Und ja, hier ist glaube ich auch wirklich eine Höhle. Also ein Grab. Und der Weg dorthin ist schon relativ gefährlich. Werdet ihr jetzt sehen. Hui! Nein! Scheiße, ich dachte, da müsste jetzt, ich müsste jetzt B drücken, damit sie sich da festhält. Aber sie hat sich ja schon festgehalten. Ja, wenn man zu voreilig, Tasten drückt, ne? Oh, ja, ich hätte auch, X drücken müssen und nicht B. Sorry, Lara, war ein unnötiger Tod. Naja, ich habe sowieso allgemein zu viele unnötige Tode inzwischen hier gehabt. Wo geht's denn hier lang? Ging es hier genau zum gleichen Weg? Ah, okay, nee. Das ist nur der Rückweg. Also ist das hier so gesehen eine Falle? Gut, dann weiß ich das auch schon mal. Nee, das ist einfach nur der Weg, den man dann nehmen kann, nachdem man das Grab geschafft hat. Genau. So wird's sein. Denn zum Grab geht es dann hier entlang und den Rückweg werden wir dann eh hier ja wieder lang gehen und dann können wir daneben ungefährdet lang gehen. Und dann sind wir auch wieder... Was war das denn? Keine Ahnung. Und dann müssen wir da... Na gut, anders erkennen wir auch gar nicht mehr wieder zurück, ne? Das ist es ja gerade. Kammer des Gerichts. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Wer weiß. So, aber auch genau hier, ja, funktioniert es eigentlich ähnlich wie eben, also mit dem letzten Grab. Wir müssen hier mit Gewichten arbeiten, damit wir hier hinten, hier oben drauf kommen. Diese Schnitzereien sind alt, hunderte von Jahren. Und dafür müssen wir ebenfalls diese Kanister hier nutzen. Die wir hier auf diese Wippe, whatever, legen müssen. Und damit diesen, diese Wippe hier beschweren können. Hoppala. Damit wir ein Gegengewicht haben und uns da drauf, bewegen können. Ohne dass hier die Wippe, also dafür müssen wir natürlich alles nach hinten legen. Irgendwo war doch noch eins. Und ich glaube, ah hier, genau das hier müsste man. Mit diesem, nein. So, genau. Verwechsel schon die Tasten. Damit holen wir das da herunter. Na komm her, nicht weglaufen. Das werfen wir jetzt einfach da oben drauf. Nein. Da oben drauf. Dann erschweren wir das hier und dann können wir hier einfach rüberspringen. Uns hier natürlich noch dran festhalten.
Und dann müssen wir nichts weiteres tun, als hier herüber zu klettern. Und hier dann festhalten, ohne herunterzufallen natürlich. Und dann sind wir auch schon oben. All diese Orte wurden auf alten Ruinen errichtet. Ja gut, diese Sequenz hier ist irgendwie immer das gleiche. Ein Fähigkeitspunkt bekommen. Teile für die Handfeuerwaffe gefunden. Okay. Lag da was? Scheinbar nicht. Wieso liegen hier überhaupt so diese Flaschen herum? Hui, cool. Eine Rutsche. Ja, so kommt man auch wieder zurück. Und jetzt geht's einfach wieder den Weg, den wir eben hatten, hier zurück. Und wir finden den Weg auch wieder zurück, ohne mich zu verlaufen. Ne, wir müssen hier nur rüber und dann sind wir auch gleich wieder da. Und dann geht es auch in dieser Barackensiedlung weiter. Dort haben wir noch ein paar Orte gesehen, die wir noch nicht erkundet haben, also gesehen haben wir sie noch nicht, deshalb müssen wir das natürlich noch machen. Karte aktualisiert, schön, mir doch egal. Oh, mein Rücken tut gerade weh. Ich muss mich mal ein bisschen strecken, tut mir leid. Ich mache gerade wieder ein bisschen Sport, damit ich halt so fit werde wie Lara. Gut, das werde ich nie, aber naja, man kann es ja mal versuchen. Auch wenn das eh nie klappen wird, aber egal. Gut, darüber springe ich jetzt mal nicht. Aber wenn ich nicht... Oh, da ist wieder ein Wildschwein. Ich tue dir nichts und du tust mir auch nichts. Deal? Okay. Braves Wildschwein. So. Gucken wir uns hier unten mal kurz um, ob hier noch irgendwo was ist. Ja, hier ist noch etwas. Ganz viel Bergungsgut. Haben wir auch inzwischen schon einiges an Bergungsgut gefunden. Hier liegen noch mehr. Nur diese Kiste öffnen, dann mal hier hochspringen. Hier geht es gar nicht mehr weiter. Warte mal, kann man... Nee, kann man nicht durch... Achso, doch, von diesem Loch hier aus. Und damit können wir das ganze Zeug hier runterschießen. Oh, und das kommt sogar herunter, okay. Jetzt helfen mir noch was. Es wäre schön, wenn wir alles mitnehmen können. Okay, dafür müssten wir aber nochmal herunter. Springen wir halt einfach mal kurz hier rüber. Oh, da drüben leuchtet auch was. Nein, nicht runterfallen, Lara. Du sollst dir... Meine Güte, die backt hier aber auch schon ein kleines bisschen herum. Das da solltest du aber treffen, ne? Jo. So, triffst du das da? Von hier aus nicht. Oder? Irgendwie müssten wir da rüber. Ach komm, ist ja auch egal. Ist nur Bergungsgut. Da können wir auch mal notfalls ein bisschen drauf verzichten. Das ist nicht so schlimm. Wenn wir hier jetzt nicht alles mitnehmen, von daher lassen wir es einfach mal. Wie gesagt, ist nur Bergungsgut.
Und so nötig haben wir es jetzt nicht. Also unsere Waffen sind ja schon halbwegs gut aufgerüstet. Es gibt noch ein paar natürlich, aber wir brauchen nicht alles. Auch wenn das nun für ein paar Errungenschaften gut ist, aber darauf geier ich jetzt nicht unbedingt. Das hier können wir noch mitnehmen, dann haben wir noch mehr. Sind wir auch schon fast bei der 1000 angekommen. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Okay, wo geht es jetzt eigentlich genau weiter? Da hinten. Wow, jetzt haben wir 10 Minuten schon verschwendet. Darüber kommst du nicht von hier aus, ne? Nee, das wäre Selbstmord. Ach genau, wir müssen dahin. Stimmt. Wir müssen mit dieser, ja, Gondel, so gesehen. Also, es sieht mir so nach einer Gondel aus. Damit müssen wir darüber, wo es dann eben wieder weitergeht. Okay, nee, das da drüben will ich mir jetzt noch mitnehmen. Nachspringen. Da. Och, dankeschön. Das Ding zerstören wir jetzt noch. Eins gäbe es noch. Ich weiß nicht, wo das ist, aber das ist mir jetzt auch ehrlich gesagt egal. Hier liegt noch ein bisschen Muni. So, wo ist denn jetzt die Gondel? Wo fährt sie? Unter uns, okay. Ah, hier springe ich erstmal nicht so runter. Ich glaube, das wäre ein bisschen gefährlich. Ist hier drüben noch was? Nein? Okay. Dann klettern wir mal hier herunter wieder. Oh, cool. Okay, sind auf dieser Gondel. Die dreht sich jetzt und dann können wir hier rüber, also darüber halt. Ja, da sei doch nicht so verkrampft. Ja gut, wir sehen da überall schon wieder TNT-Fässer, also Sprengstofffässer. Ja, genau das wollte ich sagen. Dass ich davon ausgehe, dass hier jetzt ganz viele Feinde wiederkommen werden. Junge. Dürr. Brenne. Wenn ich hier jetzt runtergehe, kommen eh wieder Feinde. Du sollst da runter. Ja, jetzt kommen sie natürlich alle. Geh hier weg, Lara. Geh da weg, Lara. Ja, die wieder mit ihren scheiß Molotows. Ja. Krepiert, ihr Wichser. Vor allem ihr mit eurem scheiß MGs. Ha, ich ramme euch alle meine Axt in die Fresse.
Boah, ich bin aber auch extrem schlecht im Zielen hier momentan. Ich glaube, ich sollte doch mal versuchen, mit Maus zu spielen. Vielleicht... Ey, da war schon wieder einer. Ach, der ist das jetzt wahrscheinlich. Nicht Grimm. Der Palast. Ich muss zu dem Palast. Ja, der alte Holdegen. Der hat sowas nicht verdient. Der gute Grimm hat das nicht verdient. So ein sympathischer alter Knacker. Er hat sich so gesehen für uns geopfert. Weil hätten wir unsere Waffen weggeworfen und die uns geschnappt hätten, ich glaube, die hätten uns trotzdem nicht am Leben gelassen. Von daher wäre das wahrscheinlich trotz allem ziemlich böse ausgegangen. Wenn sie uns erwischt hätten. Hey, da ist sie. Durchschneiden. Nein! Schon dabei. Mann, ihr Penner! Ich konnte mich gerade nicht mehr bewegen. Oder auch nicht. Scheiße! Ich gebe dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Oh, Gott sei Dank. Ich will auch eine Sniper. Roth. Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du... sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche, näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Ja. Aber ich weiß, dass hier nun noch eine etwas längere Passage kommt, weil wir werden bis da hinten hin spielen müssen, also bis zu dieser Brücke, glaube ich sogar. Und das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb würde ich sagen... War's das für Tomb Raider für für heute? Ich hoffe, das Video hat euch ein klein wenig gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Ja, wenn wir uns hier wieder durchkämpfen müssen. Und bis dahin, ciao ciao Leute.